So, wir legen jetzt die Filme ein und zeigen einfach noch mal kurz den Aufbau der Kameras. Man sieht hier sehr schön bei der analogen Kleinbildkamera den Verschluss und die Größe 24x36. Das ist im Prinzip dann genau die Größe, wie ich schon erwähnt habe, die auch die Vollformatsensoren haben. So, ich werde jetzt hier als erstes den Diafilm einlegen. Das kennen wahrscheinlich die meisten noch aus ihrer Analogzeit, wie man Kleinbildfilme einlegt. Das soll jetzt auch kein Tutorial sein zum Filme einlegen. Ich möchte einfach nur einen Überblick verschaffen, dass man sich vorstellen kann, wie groß diese Filmmaterialien sind. So. Und damit ich weiß, was ich aktuell für einen Film drin habe, mache ich den Deckel weg. So, also wir haben hier schon den ersten Film eingelegt. So, bei Bild 1. Später können wir hier ganz einfach die Blende, die Zeit einstellen. Wir werden keine automatische Belichtung machen, sondern manuell mit Belichtungsmesser arbeiten. So, Teil 1, Kleinbild. Jetzt kommt jetzt weiter der weitaus schwierigere Teil des Filmeinlegens. Das ist das Mittelformat in der Hasselblad. Man prüft normalerweise bei älteren Kameras immer, ob der Verschluss und die Blende funktionieren. Dazu schaut man am besten durch das Objektiv, ob der Verschluss aufgeht und die Blende in die richtige Position geht. So, das Filmeinlegen, da habe ich übrigens ein extra Tutorial gemacht. Wen das interessiert, kann sich das nochmal in Ruhe anschauen. Das ist ein bisschen tricky und Übungssache. So, ich habe hier eine Filmrolle. Das sieht so ein bisschen aus wie Müsli-Riegel. Schmeckt aber nicht so gut. Und ich öffne jetzt, ich will nicht meinen... So, da ist hier so ein Klebestreifen, den öffnet man. Und jetzt vorsichtig, wenn ich das abrolle, dann sehe ich den Film und dann ist der Film belichtet und kaputt. Also es darf wirklich nur so ein bisschen abgerollt werden. Die leere Rolle muss auf die Seite, wo die Kurbel ist. Der leere Film. Der Schieber ist dazu da, dass der Film kein Licht bekommt. Der wird erst entfernt, wenn die Kassette an der Kamera ist. Und dann spult man auf das erste Bild vor. So. Und wir sehen hier Bild 1. Wir haben übrigens auf diesem Rollfilm 12 Aufnahmen im Format 6x6. Damit ist die Kamera geladen. So, und zu guter Letzt kommt das, was ich nicht zeigen kann, nämlich das Laden der Planfilmkassetten. Das Laden der Planfilmkassetten, das muss man im absolut Dunklen machen. Sie können sich ja vorstellen hier, dieser Planfilm ist natürlich lichtempfindlich und wenn ich den hier reinschiebe, dann geht das nicht bei Licht. Also die habe ich schon heute Nacht im Dunklen geladen. Da haben wir also einmal die Provia und wir haben noch einen Schwarz-Weiß-Film. Gut, das wäre es fürs Erste und wir machen jetzt weiter mit dem Shooting. So, wir haben den Setaufbau soweit fertig. Ich habe das Licht schon eingestellt und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf das Lichtsetup im Einzelnen eingehen. Wir wollen nämlich eine etwas mystische Stimmung erzeugen hier am Set und haben dazu auch einen Hintergrund gemalt. Der etwas punktuell beleuchtet werden soll. Wir wollen also nicht alles gleichmäßig hell haben, sondern wir wollen zwei bestimmte Details im Bild fokussieren. Das ist einmal natürlich hier unser Modell, die INA, dass wir sie hier sauber im Blickfeld haben und eben auch in der richtigen Belichtung. Der Rest soll eher etwas vignettiert werden, also der Fokus soll stark auf dem Gesicht und auf der Kleidung liegen. Und dann haben wir noch einen zweiten Fokus auf dem Hintergrund, der so ein bisschen surreal angedeutet den Himmel und die Goldumrandung so ein bisschen dieses Märchenhafte wiedergeben soll.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Lampen und Setups mal im Detail an. Wir beginnen mit der Beleuchtung des Hintergrundes. Meine Idee war die, den Hintergrund direkt hinter dem Gesicht mit einem Lichtfokus, so ein bisschen wie so eine Art Heiligenschein, also praktisch den Lichtfokus direkt hinter ihr zu halten. Dazu musste ich natürlich ein Licht einsetzen, das nicht auf das Modell leuchtet und den Hintergrund auch wirklich nur in einem engeren Kreis stark vignettiert aufhält. Dazu habe ich jetzt hier den Cirrus von Broncolor mit einer Wabe bestückt. Der Vorteil von diesen neuen Lampen, werde ich später nochmal drauf zurückkommen, ist der, dass ich die per WLAN steuern kann. So kann ich also praktisch von der Kamera aus die Helligkeiten nochmal optimieren. Also Wabenfilter, Fokussierung auf den Hintergrund. Wenn man das so macht, dann ist natürlich das Problem, dass der Goldrand etwas unterbelichtet ist und nicht richtig leuchtet. Aus dem Grund habe ich den zweiten Kompaktblitz, den Cirrus, hier direkt gegen die Decke. Wenn man den ausmacht, sieht man das. Kannst du mal kurz rüberschwenken? Ich mache jetzt mal an. Dieser zweite Blitz, der hält das Gold am oberen Rand auf, sodass es etwas leuchtet. Ja, und diese beiden Blitzgeräte, die praktisch für den Hintergrund zuständig sind und für die Allgemeinbeleuchtung, kann ich hier mit dem Pad steuern. So, und jetzt kommt eigentlich schon die dritte Lichtquelle, die dann auch die letzte ist, die wir für die Beleuchtung des Modells verwendet haben. Das ist ein Beauty Dish. Der Beauty Dish macht auch ein gerichtetes Licht. Vor allen Dingen eben mit der Wabe, die ich hier eingesteckt habe. Mit dieser Wabe bekommen wir ein sehr gerichtetes Licht, was wirklich nur auf das Model leuchtet und den Hintergrund kaum mit beeinflusst. Insofern haben wir jetzt die beiden Ebenen im Bild, nämlich Figur und Hintergrund, getrennt. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn man mit Hintergrund arbeitet, sollte man Vordergrund und Hintergrund mindestens um einen guten Meter voneinander trennen, wie wir das hier auch gemacht haben. Kannst du mal schwenken, dass man ungefähr sieht, dass sie nicht direkt vor dem Hintergrund sitzt. Genau. Durch diese Trennung habe ich die Möglichkeit, den Vordergrund extra zu beleuchten, ohne dass der Hintergrund zu sehr beeinflusst wird, vor allen Dingen, wenn ich mit Waben arbeite. Ich arbeite normalerweise nicht sehr viel mit Waben, aber in diesem Fall ist es ganz wichtig. Und ich kann den Hintergrund so beleuchten, dass das Licht nicht auf das Modell fällt. Ich habe also zwei unterschiedliche Sets, die ich praktisch extra beleuchten kann. Und das ist eine ganz tolle Sache. Dann kann ich das nämlich hundertprozentig so machen, wie ich möchte. Ich habe insgesamt eine Helligkeit eingestellt, die auf Blende 11 kommt. Wir müssen ja berücksichtigen, dass wir nachher mit der Großbildkamera hier arbeiten. Und diese Großbildkamera hat als offene Blende die 5,6. Das heißt, wenn wir ein bisschen abblenden wollen, dann sind wir bei zwei Blenden abblenden bei 11. Das brauchen wir. Das Objektiv geht von Blende 5,6 bis Blende 64. Also wir können hier nicht mit offeneren Blenden arbeiten. Das war es eigentlich schon. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal an, die Pose mit der Digitalkamera einzustellen und einzustudieren. Und wenn dann alles sitzt, werden wir nach und nach die analogen Aufnahmen machen. Also wir haben jetzt hier die ersten Testaufnahmen gemacht und vom Bildaufbau gefällt es mir schon ganz gut. Müssen wir noch ein bisschen optimieren, aber was mir jetzt noch auffällt, ist, dass das Allgemeinlicht zu stark ist. Und jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, der blaue Blitz, das ist der das Allgemeinlicht von oben, also auch das Gold mit beleuchtet, den fahre ich jetzt mal um zwei Blenden runter. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr die Fokussierung auf das Modell.
Und was mir jetzt auch noch auffällt, ist hier hinten die Beleuchtung des Hintergrundes ist noch nicht ganz zentriert. Das werde ich jetzt auch noch mal einstellen. Okay, kannst du abbrechen. Ja, jetzt wird es cool, Leute. Guck mal. Jetzt kriegen wir da eine Stimmung rein. Ja, also jetzt haben wir wirklich so eine... Das Gold glitzert mir noch ein bisschen zu wenig. Jetzt ist so ein Nachteil dabei. Aber jetzt haben wir eine Fokussierung hier auf den Mittelpunkt. Das Licht hinten will ich noch ein bisschen verschieben. Ich gehe mal auf Blende 14. Das ist richtig cool. Muss ein bisschen mystischer aussehen. So. Der darf nicht mehr drauf hier. So. Ja. So, wir fangen jetzt an mit unserer analogen Fotografie. Ich habe jetzt hier die Kleinbildkamera mit dem Diafilm 100 ISO. Ich werde jetzt, um die perfekte Belichtung für das Dia rauszufinden, werde ich drei verschiedene Blenden belichten. Also die Blende 11 ist ja die wir gemessen haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es nicht am weißen Kleid dann zu Überbelichtungen führt. Deswegen werde ich noch die Blende 16 und vielleicht noch die Blende 22 fotografieren. So, ich muss jetzt von Hand scharf stellen. Dann Blende 16. Also an was ich mich noch erinnern kann aus meiner Schulzeit ist, dass man Diafilme auf jeden Fall nicht überbelichten sollte, sondern lieber etwas dunkler, um die hellen Bildteile nicht ausfressen zu lassen, im Gegensatz zu Farbnegativfilmen, die man eher heller belichten kann. Gut, das war Kleinbild. Jetzt geht es weiter mit Mittelformat Hasselblatt, dieselbe Szene. Da brauche ich jetzt das Kabel. Die Hasselblatt hat keinen Blitzschuh. Bei der Hasselblatt ist sowohl der Verschluss als auch die Blende im Objektiv. Das heißt, der Synchronanschluss ist im Objektiv und ich muss auf X stellen, um die normale Blitzsynchronisation zu bekommen. So, der Blick ist jetzt wichtig. Kopf gerade. Also nochmal blenden. Wir machen jetzt Blende 11. Scharfstellen über die Mattscheibe. Jetzt. So, dann kommt die Blende 16. Stab etwas höher halten. So, ja. Noch höher. Und Blende 22. Gut, das war Hasselblatt. Und jetzt kommt zum Schluss noch die Großbild. Die ist auch nicht so viel, nicht älter als die Hasselblatt, so 80er Jahre, schätze ich mal. So, nochmal. Okay. Das Kompendium. Okay, so, jetzt kommt es drauf an, jetzt mache ich den Schieber raus. Okay, hier reinschauen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit Blende 16. Andere Kassettenseite. Wir haben zwei Kassette rein. Das sind zwei Filme in der Kassette. Ich habe jetzt praktisch die Rückseite rein und dann sind die kodiert, die drehe ich dann immer um. Wenn es belichtet ist, dann weiß ich, hast du jetzt richtig geguckt? Ich habe nicht geschaut, zur Not nochmal. Drehe ich das immer um, dann weiß ich, welcher Film belichtet ist und welcher nicht. Nächste Kassette und Schwarz-Weiß machen wir auch noch.
Ne? Nochmal Blende 16. Kopf gerade. So. Gut. Und nochmal schwarz-weiß. Und dann haben wir die erste Runde mal. Ich mache danach noch, noch ein Porträt. Schwarz-weiß. Blende 11. Okay. Gut. Locker. Entspannt. So, jetzt geht es mit dem zweiten Schritt weiter. Wir machen jetzt Close-Ups, also Nahaufnahmen vom Gesicht. Und dieses Make-up und die schwarzen Haare, die laden natürlich dazu ein, in Richtung High-Key zu gehen. Das heißt, wir belichten die Haut sehr hell, dass sie fast weiß ist und bekommen dann eine schöne Zeichnung des Stylings, des Make-ups und der Haare. Ich habe dazu den Beauty-Dish ohne Wabe eingesetzt und auf relativ niedrige Leistung gestellt, weil wir jetzt mit Blende 2,8 arbeiten, also mit offener Blende. Ich beginne wieder mit der Digitalkamera. Ich habe einen Zwischenring reingemacht, damit ich dichter ran kann. Und wir machen mal den ersten Test in der Nahaufnahme. Hier muss ich auch manuell scharf stellen, weil der Zwischenring die Fokussierung nicht mit überträgt. Sehr schön. Genau das richtige Ergebnis. Der Hintergrund wird ganz leicht angeleuchtet und ist hellblau, so wie im Originalbild. Das Licht ist ein hochfrontales Licht, auch Marlene-Dietrich-Licht genannt. Man sieht das dann sehr schön am Schmetterlingsschatten unter der Nase. Cool, gell? Mhm. Schau mal. Oh, das kommt ja cool, ne? Das kommt richtig schön. Mhm. Sehr schön. Voll geil! Okay, und das Gleiche machen wir jetzt analog. Ich muss das noch ein paar Mal stillsitzen, aber wunderbar. Jetzt geht es weiter mit analog. Wir hatten Blende 2,8 bei 50 ISO. Das heißt, bei 100 ISO habe ich Blende 4. So, der Funksender hier kostet ungefähr 10-mal so viel, wie die Kamera gebraucht gekostet hat. Also. Scharf stellen, sehr schön. Wunderbar, ich mache jetzt nochmal Blende 5,6. Und damit wir jetzt auch hier mit Blende 2,8 arbeiten können, bei 100 ISO muss ich beide Blitzgeräte runterfahren. Wir sind jetzt hier auf 5. Ich gehe jetzt mal hier auf 4 und hier auf 3. Das sind die beiden einzigen Blitzgeräte, die im Moment noch aktiv sind. Jetzt habe ich Blende 2,8, also eine vergleichbare Blende. Oh, spannend, ist man auch nicht mehr gewöhnt vom Digitalen. So, und dann gehe ich nochmal auf Blende 1,8. Dann gehe ich hier nochmal eine halbe Blende runter und hier auch. Okay. Das ist jetzt die offene Blende bei der Kleinbildkamera. So, und jetzt geht's weiter mit der Hasselblatt. Man ist bei diesen analogen Kameras meistens wirklich besser mit Kabel bedient. So, dazu mache ich jetzt zuerst noch mal eine Messung mit dem Belichtungsmesser. Analoge Kameras haben ja kein Histogramm. Entschuldigung. Ups. So, der sagt jetzt hier Blende 4, Blende 4,5. So, ich möchte aber offene Blende, dann gehe ich jetzt mal hier runter und hier runter. So, Blende 2,8, wunderbar. Dann können wir hier auch mit offener Blende arbeiten, mit geringer Schärfentiefe. Ja, also ich kann jetzt hier ohne Zwischenring nicht sehr dicht rangehen. Deswegen muss ich jetzt
den Schärfepunkt so finden. Ja, wunderbar. Okay, okay. Hat geblitzt, oder? Ja. Gut, dann mache ich das gleiche nochmal mit Blende 4. Und nochmal 5,6. Also Blende 5,6. Um eine Belichtungsreihe zu haben. Okay, das wäre der Aufbau. Da halt Großbild, Entschuldigung. Ganz gut. Ja, perfekt. Bildausschnitt ist super. Jetzt muss ich wieder scharf stellen. Scharf stellen ist das Hauptproblem bei diesen Kameras. Okay, ich weiß nicht. Machst du mal das Licht aus dort? Dann kannst du, vielleicht kann man die Mattscheibe zeigen. Guck mal, ob man was sieht. Ja, auf dem Kopf stehend ist das Bild und auf der Mattscheibe relativ schwach zu erkennen. Also das Hauptproblem bei diesen Großbildkameras ist das Scharfstellen auf der Mattscheibe. So, ich versuche jetzt genau die Augen zu erwischen. Ganz wichtig ist, du darfst dich jetzt nicht sehr weit vor oder zurück bewegen. Sehr schön. Also was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe statt Lupe, dank der Idee von Matthias, habe ich jetzt statt Lupe einfach ein Objektiv genommen mit Makroeinstellungen und habe jetzt hier, kann ich ganz genau scharf stellen. Non-Cord. Ja, Blende 8, ganz genau, gut eingestellt. Und ja, Achtung, dreh das Gesicht ein bisschen. So, gut. Gut, relax. Dankeschön.